Freunde, der Frühling ist da und natürlich zieht uns Buschdrafter jetzt magisch nach draußen in die Natur. Seit dem 1. Mai ist jetzt auch die Jagd wieder offen. Man kann jetzt Rehböcke jagen und Schmalrehe. Und ich habe mich jetzt hier auch schon im Revier umgeschaut und jetzt haben wir natürlich wieder super die Möglichkeit, jetzt ist es nicht mehr so kalt, auch mal wieder draußen entspannt zu übernachten. Dann kommt man morgens umso früher wieder auf den Ansitz raus, wenn man schon im Revier ist. Das Zelt Arium 1, das habe ich euch ja schon vorgestellt in einem anderen Video. Was jetzt um die Jahreszeit natürlich toll ist, das ist, wenn man in der Hängematte übernachtet. Und deshalb stelle ich euch heute mal noch meine Didi Hammocks Hängematte vor und baue sie für euch mal auf. Das ist eine tolle Sache, wenn man wirklich über freiem Himmel übernachten möchte. Was ich dann immer noch mache, ist, ich nehme Tarp mit, ja, sodass man dann auch gerüstet ist, weil es die Witterung doch nicht so gut ist und es kommt zu regnen. Dann hat man ein trockenes Dach über dem Kopf. Ja, jetzt bauen wir das Ding mal auf. Los geht's. Wie ihr seht, benutze ich das Didi Frontline Hammock. Und hier ist es so, das ist jetzt die Ausführung in Coyote Brown. Gibt es inzwischen auch in Tarnfarben. Und die Maße sind eigentlich sehr kompakt, etwa vergleichbar mit dem Mini-Pack-Zelt. Und ein Gewicht haben wir hier von 850 Gramm. Das heißt, wir sind noch ein bisschen leichter, um 250 Gramm leichter, als wenn man jetzt das Zelt mitnimmt. Dafür kommt natürlich wieder das Tarp dazu. Das darf man natürlich nicht unterschlagen. Jetzt packe ich das Ding für euch mal aus und dann schauen wir mal, was da alles mitgeliefert wird. Zum einen haben wir hier natürlich die Hängematte selber. Dann sind dabei verschiedene Spannleinen. Stäbe hier sind zum Abspannen vom eingebauten Moskitonetz. Das ist jetzt ein Feature, das braucht er nicht. Man kann die langen Bänder direkt um die Bäume binden. Ich benutze hier so ein Band, ein Gurtband, ein Karabiner und zwei so Eisenringe. Damit kann ich das immer wieder problemlos justieren und ratzfatz abbauen. Das zeige ich euch nachher, wie das funktioniert. Da haben wir jetzt unsere zwei Bäume, die wir ausgesucht haben. Hier haben wir so einen Abstand von geschätzt ungefähr 4 Meter. Das ist so der ideale Abstand. Geht auch ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger. Ja, wenn wir die Hängematte mal ausrollen, dann sieht man, hier sind die Bänder dran, um die Hängematte am Baum zu befestigen. Und hier seht ihr jetzt auch schon das integrierte Moskitonetz. Das hat den tollen Vorteil, dass ihr auch unter freiem Himmel freie Sicht habt, aber eben vor Schnaken verschont bleibt. Ich lege jetzt hier das Band einfach um den Baum und hänge den Karabiner hier wieder ein. Genauso geht es hier an der zweiten Seite. So, und jetzt habe ich hier die Enden der Hängematte und jetzt brauche ich hier nichts anderes als zu machen, als einmal ganz durchzufahren und dann wieder mitten durchzufahren und schon kann ich hier fixieren. Und es hält auf Zug, bombenfest, und auf die andere Richtung lässt sich es ganz leicht, ähnlich wie beim Bergsteigen, verstellen. Der große Vorteil von den Ringen ist einfach der, dass ich jetzt die Hängematte ganz einfach und easy zwischen den zwei Bäumen hier ausrichten kann, so dass sie genau in der Mitte zum Liegen kommt. Ja, wie ihr seht, mit diesen Ringen ist es ganz easy, die Hängematte jetzt schön mittig auszurichten und ja, man kann sich hier jetzt schon safe reinsetzen. Ja, jetzt bauen wir noch das Moskitonetz drüber auf.
Jetzt seht ihr hier das Moskitonetz. Das ist super hoch, also man fühlt sich da nachher nicht eingeengt. Hat einen super Blick nach außen. Ja, alles was kreucht und fleucht, kommt nicht rein. Was super ist, hier ist auf beiden Seiten ein Zwei-Wege-Reißverschluss. Also man kann das auch dann komplett öffnen und hochrollen tagsüber und hat es dann hier oben fixiert und kann so in die Hängematte liegen. Das heißt, es geht nicht im Weg um. Das ist also auch sehr gut gelöst. Ein gut durchdachtes Detail befindet sich hier auch im Boden. Das heißt, wenn ihr hier schaut, dann ist hier die Hängematte gedoppelt. Und das Tolle ist, ihr könnt jetzt hier unten drunter eure Isomatte reinschieben, ja, wenn es noch kühler ist und ihr von unten noch Isolation braucht. Und könnt die dann hier fixieren und dann verrutscht die nicht und bietet zusätzlich vom Boden aus eine super Isolation. Also auch jetzt um die Jahreszeit, wenn es dann nachts doch noch auf 2, 3 Grad plus runter geht, ist man eben dann von unten auch sehr gut isoliert. Was auch sehr gut gelöst ist, ihr habt hier auf beiden Seiten, links und rechts, noch Taschen, wo sich die Sachen verstauen lassen, wie Brille etc., wo man schnell wieder einen Zugriff braucht und dann nicht lange in der ganzen Hängematte rumsuchen muss. Und auch innen drin habt ihr Schlaufen am Kopf und am Fußende, wo sich dann auch eine Stirnlampe oder die Taschenlampe einhängen lässt. Das ist auch sehr gut gelöst. Ja, und liegen tut man in dem Ding super bequem. Und was man eigentlich nicht vermutet, man kann da auch so diagonal reinliegen. Also man hängt da nicht durch. Ich hatte, wer meine Videos kennt, hier auch schon meinen Hund noch mit an Bord. Das ist alles gar kein Problem. Ja, man liegt hier einfach super bequem drin. Und was halt das Schöne ist, finde ich, egal ob man es jetzt mittags sich hier mal aufs Ohr haut, ja, oder dann auch bei Nacht, ja, man hat halt einen herrlichen Blick nach draußen. Was eben auch sehr toll ist, dass hier das Moskitonetz wirklich noch einen halben Meter Luftnetz nach oben, ja, sodass man sich da nicht von oben eingeengt fühlt. Das ist auch ein sehr guter Wohlfühlfaktor hier drin. Ja, noch ein kleiner Tipp bei langem und starkem Regen. Da fällt der Regen natürlich hier auf die Konstruktion. Ja, hier kann man abtropfen, aber hier sammelt sich auch Regen, das ist zwar nicht viel, aber bei der ganzen Nacht, der dann hier an der Schnur in die Hängematte hier läuft und dann auch langsam die Hängematte durchnässt. Und das ist halt dann so ein Erfahrungswert, den man macht. Und hier kann man aber leicht Abhilfe schaffen. Hierzu habe ich mir einfach für Frischhaltebeutel solche Clipse gekauft. Und der Clip kommt jetzt hier einfach hier drüber. Und dann ist hier die Wassersperre und das Wasser tropft hier ab und mir läuft kein Wasser in die Hängematte. Was ich euch auch noch zeigen möchte, ist eben hier durch diese Bandkonstruktion und diese zwei Ringe, ja, der einfache Abbau. Da gibt es keine Probleme nachher mit nass gewordenen Leinen, die sich am Baum dann kaum noch öffnen lassen. Ja. Mit festgezurrten Knoten hier lang ein Handgriff, ja, und die Hängematte ist draußen und das Band ist wieder weg. 2 Sekunden. Ja, das war es dann schon wieder für heute. Danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. So eine Hängematte, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Appetit machen. Ist in meinen Augen die coolste Form der Übernachtung. Macht richtig Spaß.
Was ich drüber benutze, ist das 3x3 DD-Tau, dann in Camouflage und dann ist man auch hier in der Natur kaum sichtbar, ja, und vor allem mit dem großen Tau dann auch geschützt, wenn man ein richtiges Gewitter kommt. Da muss man drauf achten, je größer eben das Tau an beiden Seiten über die Hängematte geht, so besser ist auch mein Schutz, weil der Regen, das wisst ihr als erfahrene Buschkrafter, der kommt manchmal nicht nur senkrecht von oben, ja, sondern der kommt auch mal mit entsprechendem Sturm ziemlich schräg rein. Ja, und wenn dann euer Tarp hier nicht abdeckt, dann wird es natürlich ungemütlich. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß, macht's gut, euer Hans. Ciao.